dass Sie den Weg hierher gefunden haben, uns hier ein bisschen bei der Arbeit mit den jungen Springpferden zuzusehen. Wir haben hier drei Reiter aus dem Pferdesportverband Hannover, die heute hier sich die Mühe gemacht haben, mit ihren drei jungen Pferden herzukommen. Das ist natürlich immer eine Aufgabe mit so jungen Pferden, wenn die dann unter Umständen das erste Mal von zu Hause weg sind, vielleicht noch nicht über so viel Erfahrung verfügen und sich dann hier in so eine Halle begeben, wo von den Abmessungen her alles ziemlich eng und dicht beisammen ist. Es ist natürlich sehr schwierig da für die jungen Pferde, da erstmal zu seiner gewohnten Gelassenheit zu finden. Diese drei Reiter, die wir hier haben, sind schon sehr versiert, was die Ausbildung von Pferden anbelangt. Sind selber aktive Turnierreiter, die schon Pferde bis hin in den schweren Bereich selbst ausgebildet haben und hier und heute mit ihren jungen Pferden eben hier sind, um diese Möglichkeit auch zu nutzen, die Pferde an dieses Klima zu gewöhnen, an diese ganze Umgebung mit diesen Pferden eben, um die eventuell dementsprechend dann auch auf den einen oder anderen Turnierstart vorzubereiten. Ich würde einfach mal sagen, setzt euch mit euren Pferden mal ein bisschen in Bewegung. Wir sehen schon hier von der Anne den Braun, der macht schon einen relativ lässigen Eindruck, den beeindruckt das nicht so ganz. Von der Luca das Pferd, eher noch ein bisschen nervig, ein bisschen aufgedreht. Man sieht so ein bisschen die Spannung, die dieses Pferd im Körper hat. Während auch der Schimmel von der Julia so ein bisschen verhalten im Körper ist. Man merkt, dass er noch so ein bisschen reserviert ist, in sich sich so ein bisschen festhält. Wir wollen jetzt einfach mal die ersten Minuten nutzen, die Pferde so ein bisschen in der Trabbewegung zu arbeiten, um erstmal die Grundspannung so ein bisschen rauszubekommen aus dem Körper, dass sie anfangen, das Ganze hier auch zu akzeptieren und ganz lässig hier an die Aufgaben rangehen, die wir ihnen nachher so ein bisschen stellen werden. Gerade in den Wintermonaten ist es eben wichtig, dass man die jungen Pferde, sofern denn eben auch der Gedanke besteht, diese Pferde in der kommenden Außensaison oder überhaupt in der kommenden Saison auf Turnieren vorzustellen, muss man schon die Wintermonate effektiv nutzen, um diese Pferde auf das vorzubereiten, was auf sie zukommt. So, wenn ich jetzt das Ganze den ganzen Winter über nur in der gleichen Halle reite, mit dem gleichen Hindernismaterial, mit diesen ganzen Umgebungssachen, die eigentlich immer gleich bleiben, und komme das erste Mal dann raus aus der Halle und will dann gleich zum Turnier, dann führt das doch das eine oder andere Mal zu einem bösen Erwachen unter Umständen. Und da ist es eben auch wichtig, dass man die tägliche Arbeit einfach interessant gestaltet für die jungen Pferde, dass man, auch wenn das Wetter so ist, dass man nicht unbedingt nach draußen kann, auch versucht, die Halle mal so zu gestalten oder ein bisschen umzugestalten, dass man diesen jungen Pferden immer mal wieder was Neues bietet. So, das heißt eben auch mal anderes Hindernismaterial wählen, andere Unterbauteile mal zu verwenden oder eben, wenn das Maß dann erschöpft ist, auch eben einfach mal die Pferde zu verladen, vielleicht mal in die andere Halle rüber zu fahren, weil da eben anderes Material ist, andere Umgebungseindrücke. Gerade das sind eben Sachen, die ganz wichtig sind in der Ausbildung der jungen Pferde, um sie einfach so ein bisschen abzuhärten für das, was dann in Zukunft auch auf die Pferde zukommen soll. Und für mich als Reiter eigentlich auch immer gut zu wissen, wie mein Pferd unter Umständen dann auch reagieren kann. Ich habe fast nur die Eindrücke, die ich bei mir zu Hause habe. Das Pferd geht da relativ gelassen los, stört sich nicht an verschiedenen Hindernissen. Und wenn ich dann auf einmal in eine komplett neue Umgebung komme, dann kann es eben manchmal schon sein, dass die verschiedenartig farbige Bande dazu führt, dass mein Pferd nicht an die Bande rangeht. Oder weil eben vielleicht das Ganze ein bisschen akustischer, lauter ist in der Umgebung der Halle, dass das Pferd sich da nicht auf den Sprung konzentriert, sondern einfach nur das, was nebenher passiert. Und das sind eben alles so Sachen, die ich auch in die Ausbildung eines jungen Pferdes ein bisschen mit einbauen muss. Und wo ich als Reiter dann auch eben meine Erfahrungswerte sammle, wo ich genau weiß, wie mein Pferd dann auch reagiert. Wenn es dann nachher in den Wettkampf reingehen soll, muss ich genau wissen, wie mein Pferd funktioniert und dementsprechend mich auch selber darauf vorzubereiten. Okay, die Reiter nutzen jetzt hier so ein bisschen die Halle, um die Pferde so ein bisschen zu akklimatisieren. Sind hier so ein bisschen zwischen den Sprüngen durchgeritten. Versucht jetzt ruhig auch gleich mal zwischendurch so ein bisschen leichte Galopparbeit mit einzubauen und auch eure Pferde einfach mal erstmal auf großen Linien zu reiten, sprich außenrum ganze Bahn oder eben mal eine Zirkellinie. Und so jeder für sich einfach das Pferd eben in den Grundgangarten löst. Na,
Anne, du solltest vielleicht ruhig darauf achten, dein Pferd. Ich würde jetzt noch gar nicht so ans Aussitzen rangehen, sondern einfach erst mal locker aus dem Leichttraben heraus versuchen, so ein bisschen den Schwung ein bisschen mehr zu entwickeln. Das Pferd macht einen sehr gelassenen Eindruck schon. So, und du solltest als Reiter jetzt vielleicht nicht gleich mit da rein verfallen und darauf eingehen, was dein Pferd dir so vorgibt, sondern erstmal versuchen, das Pferd schön vor die treibenden Hilfen zu bekommen und den natürlichen Schwung erstmal ein bisschen zu fördern. Es ist dann vielleicht zwar angenehm, wenn das Pferd schon mal in sich entspannt und ruhig ist, aber wir wollen ja auch eine Verbesserung herbeiführen. Wir wollen versuchen, unser Pferd zu trainieren. So, und dazu muss ich dann schon mal, wenn ich merke, das Pferd geht so ganz ruhig und gelassen, muss ich eben auch schon mal so ein bisschen abfragen, geht denn da auch noch mehr? Muss ich mal fühlen, ob das Pferd sich so weit nach vorne treiben lässt, dass er reagiert, dass ich eine kleine Rahmenerweiterung hinbekomme, dass ich eine kleine Schwungentwicklung herbeiführen kann. Das sind alles so Sachen, die ich eben in meine Arbeit mit einbauen muss. So, also von Luca, das Pferd, man sieht schon, der möchte noch nicht so gerne ran an die Bande, drängelt noch so ein bisschen gegen den inneren Schenkel. Luca, bleib vielleicht einmal einen kleinen Moment hier auf der Zirkellinie. So, und jetzt versuch einmal, dein Pferd so ein kleines bisschen mehr auf den inneren Schenkel zu fixieren. Das heißt, inneres Bein ran, bisschen Stellung im Genick nach innen, um das Pferd einfach in der Rippe so ein bisschen cool zu machen, in seiner Längsbiegung sich ein bisschen vermehrt auf den inneren Schenkel einzulassen, den anzunehmen und auch dem zu folgen. So, einfach noch versuchen, das Genick so ein kleines bisschen mehr nach innen reinzustellen. Immer wieder versuchen, den inneren Zug erstmal einen kleinen Tick kürzer nehmen, da auch halten, Oberkörper ein bisschen aufrichten. Ja, nicht denken jetzt, oh, dein Pferd ist heiß, der ist hektisch, der läuft. Nicht denken, bloß nicht bewegen, bloß nichts tun. Hält erstmal ganz normal deinen Grundsitz ein und versuchst aus deinem normalen Grundsitz heraus erstmal das durchzusetzen, was du haben möchtest. Ja, nicht denken, sitzt da auf einer Bombe, die gleich explodiert. Sicherlich kann das alles passieren bei so einem Pferd, aber das Pferd muss sich auch an deinen Grundsitz, den musst du akzeptieren, da muss es sich dann, daran muss es sich auch gewöhnen. Und insofern einfach erstmal sehen, dass du aus deinem Grundsitz heraus deine Hilfengebung so einteilst, dass das Pferd das auch versucht anzunehmen. Okay, dann wechselst du ruhig einmal die Hand auf die linke Hand auf den Zirkel und das gleiche auch linksrum. Da auch erstmal wieder sehen, dass der linke Schenkel der vorherrschende Schenkel ist, was das Treiben anbelangt. So, wieder mit einer leichten Linksstellung im Genick arbeiten, so dass das Pferd da den inneren Schenkel akzeptiert und nicht gegen den inneren Schenkel nach innen reindrückt. So, jawohl. Jawohl. So, jetzt fängt das Pferd schon an, sich so ein bisschen daran zu gewöhnen und das zu akzeptieren. Ist nicht mehr so nach außen fixiert, weil er leicht so ein bisschen nach innen reingestellt ist im Genick und gar nicht so wahrnimmt, was außenrum passiert. Wieder leicht ein bisschen nachfassen und dann auch ruhig einmal kurz Galopparbeit mit einbauen. Einfach mal kurz aussitzen, genau in den Galopp rein. So, und auch jetzt versuchen, das Pferd in der Galoppade vor dich zu bekommen, was das Treiben anbelangt, vor den Schenkel zu bekommen. Versuche ruhig den inneren Schenkel mit dem flachen Bein ein bisschen ranzunehmen. Das Knie so ein bisschen mehr ran an das Sattelblatt. So, und den Fuß so ein bisschen leichter parallel, dass du gar nicht unbedingt mit dem Sporn rankommst, sondern das Pferd mit der flachen Wade begleitest. Ist gut. Jawohl, dann ruhig nochmal einen Übergang zum Trab. Dann das gleiche machst du auch nochmal auf der rechten Hand. Jawohl, gut so. So, dann gehen wir nochmal zu den anderen beiden Pferden rüber, gucken uns das nochmal an. Julia, vielleicht auch mit deinem Pferd nochmal einmal ein bisschen leichte Galopparbeit. Jawohl, Anne ist gut, schön das Pferd. Jawohl, auch hier sieht man schön bei Anne, aus dem leichten Sitz heraus ist das Pferd erstmal fleißig nach vorne galoppieren, nimmt schön den Schwung jetzt in der Galoppade mit. Auch bei Julia, sehr schön, das Pferd schön an den Hilfen, galoppiert auch kraftvoll nach vorne in die Hand rein. Okay, dann wollen wir noch einmal durchparieren zum Trab, Julia. Im Trab einen Handwechsel machen, ruhig leicht traben nochmal dabei und dann nochmal nach dem Handwechsel aussitzen und auf der linken Hand angaloppieren. Herumzubiegen. Das Pferd nicht ganz so gerade durch die Ecken laufen lassen, sondern die Ecken ein bisschen mehr benutzen. Gerade so versuchen in die Ecke rein, innerer Schenkel bleibt dran, Stellung im Genick ein bisschen nach links. Ja, und dranbleiben mit dem inneren Schenkel, nicht wegnehmen das Bein. Ruhig mal eine große Volte in der Ecke, einfach mal eine große Volte. So, jawohl. Und dann einfach nochmal versuchen,
diese Stellung und Biegung aus der Volte heraus auch mit durch die Ecke durchzunehmen. Und nochmal eine Volte und nochmal eine Volte, kein Problem. Na, das Pferd hat so ein bisschen Respekt vor diesen Tonnen, die da in der Ecke stehen, ist aber überhaupt kein Problem, weil genau das sind nachher so Elemente, die erwarten einen auch auf dem Turnier. Da steht auch mal irgendwo eine Wendemarke, da steht mal ein Dekorationsgegenstand, wo die vielleicht mal gucken können. So, und da muss ich nur wissen, wie ich als Reiter damit umgehe und wie ich das so arrangieren kann, dass mein Pferd trotzdem auf meine Hilfengebung reagiert. Okay, dann parieren wir noch einmal kurz durch zum Schritt. Vielleicht nochmal kurz nachkontrollieren, ob wir nochmal nachgurten müssen, ob alles stramm ist. So, jetzt wollen wir einfach mal anfangen, unsere Pferde hier so ein bisschen an diese Stangen zu gewöhnen, die wir hier auf der Erde haben. Dazu wollen wir von der rechten Hand, von oben aus der Ecke, über die Diagonale einfach mal im Schritt zu den Stangen hinreiten und versuchen ganz normal den Takt weiter zu behalten und die Pferde im Schritt hier über diese Stangen zu arbeiten. So, das Ganze erstmal ein bisschen Richtung Ausgang gehalten. Gerade eben bei jungen Pferden, wenn ich so besondere Elemente habe, sollte man immer erstmal so ein bisschen Richtung Ausgang, Eingang positionieren, um dementsprechend den Zug, den die Pferde von Natur aus haben, eben auch zum Ausgang hin ein bisschen mit einzubauen. Jawohl, prima, ruhig mal klopfen. Also hier das Pferd doch schon so weit in seiner Ausbildung fortgeschritten, dass er das akzeptiert. Jawohl, auch ganz lässig. Okay, Luca, das Pferd möchte am liebsten schon antraben vorher. Kein Problem. Wiederholen wir ruhig noch einmal. Und zwar reitet ihr jetzt einmal um eine Kehrtvolte und den rot-weißen Sprung herum. Und jetzt reiten wir das Ganze einmal vom Ausgang weg. Dazu können wir ruhig so ein bisschen die tiefe Einstellung nutzen. Genau, vorwärts, abwärts in die Tiefe und die Nase so ein bisschen vorlassen dabei. Dabei den Zügel nicht durchhängen lassen, sondern die Pferde sollen auch hier in der Tiefe vertrauensvoll ans Gebiss herantreten. Jawohl, sehr schön. Jawohl, auch hier schön zu sehen, wie das Pferd in der Rückenpartie weiterarbeitet. Jawohl, auch gut. Pferd könnte sich noch so ein kleines bisschen mehr im Hals fallen lassen. Jetzt auch schon bei Luca deutlich ruhiger. Jetzt wollen wir das Ganze mal aus dem Trab heraus versuchen. Wir traben einfach mal locker an. Behalten ruhig so diesen Abstand der Pferde bei. Luca vielleicht noch ein bisschen mehr Platz lassen. Traben noch einmal außen rum und wollen dann im Trab über diese drei Stangen arbeiten. Dazu verändere ich den Abstand der Stangen ein bisschen. Mache den Abstand ein bisschen weiter. So, ca. 1,20 Meter jetzt im Trabe. Vorhin im Schritt hatten wir um die 80 cm. Okay, und wollen das Ganze jetzt mal versuchen im Trab zu machen. Wollen mal sehen, wie die Pferde damit umgehen. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten des Sitzens vom Reiter her. Überhaupt kein Problem. Das Pferd akzeptiert das Ganze schon als einen Sprung. Jawohl, schön im Takt geblieben. So, um die Pferde in ihrem Bewegungsablauf nicht zu stören. Manch einer kann das besser im Aussitzen, ist kein Problem. Der andere kann das besser im Leichtraben. Wichtig ist einfach, dass man versucht, den Takt des Pferdes dabei nicht zu stören und dementsprechend seinen Sitz so anzupassen, dass ich die Pferde dabei eben auch so ein bisschen leicht entlaste. Jawohl, prima, wieder einmal klopfen. Machen wir aber ruhig noch ein drittes Mal. Auch gut, jetzt fängt der Schimmel auch schon an, sich so ein bisschen fallen zu lassen im Hals. Jawohl, auch prima, Luca. Und noch einmal zurück das Ganze. Jetzt in der Wiederholung sahen wir schon eine deutliche Steigerung darin.